Heute werden wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, wie man sein Auto am besten im Winter waschen sollte. Denn vor allem bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es einige Sachen, die man falsch machen kann. Und wir haben heute circa, ja, ich glaube, 2, 3 Grad sind es draußen. Also wir sind kurz vorm Gefrierpunkt. Daher gibt es da einige Sachen, die zu beachten sind. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie meine Vorgehensweise im Winter ist, damit das Auto weiterhin schonend und auch richtig gewaschen werden kann. Dann habe ich euch hier vorne schon mal einige Sachen rausgestellt an Produkten, die wir heute anwenden werden. Für die Felgen, den P21S. Dann brauchen wir einen weichen und starken, aufnahmefähigen Waschhandschuh. Dann nehmen wir den hier von Microfiber. Für die Vorwäsche habe ich das Maxisatz 2 in Verbindung mit dem Snowform und mit der Gloria. Für die Hauptwäsche werden wir dann das Wachs-Shampoo von Meguiar's benutzen. Aus diesem Grund, weil wir mit dem Wachs-Shampoo auch gleichzeitig schon eine Wachsschicht auf den Autolack auftragen können und somit auch das Auto dann schon mal schützen können. Dann werden wir den Lack mit dem Fukupika versiegeln. Dann habe ich hier noch den Gummipflegestift von iGreen. Damit werden wir die Gummidichtungen ja auffrischen und pflegen, so dass diese auch im Winter nicht einfrieren können und dass es da auch keine Probleme gibt. Zum Verarbeiten des Fukupikas habe ich hier das Mousse Edgeless rausgesucht von Liquid Elements und zum Trocknen des Autolackes, wenn wir hier das Orange Baby benutzen. Ja, das ist so die kleine Auswahl an Produkten, die wir gleich anwenden werden. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, die wichtigste überhaupt. Das ist die Auswahl bzw. die Temperatur des Waschwassers. Viele denken ja, dass man im Winter bei niedrigen Temperaturen erst recht heißes Wasser benutzen sollte. Das ist leider falsch. Ich habe jetzt hier lauwarmes Wasser, also Wasser, wie ihr es auch zum Händewaschen benutzen würdet. Das sind jetzt hier circa, ich würde mal sagen, 20, 25 Grad. Mehr auch nicht. Hat folgenden Grund. Wenn ihr heißes Wasser im Winter benutzt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann wird dieses heiße Wasser auf eurem Autolack schneller einfrieren als kühleres Wasser. Das klingt total absurd, ist aber Tatsache. Das ist ja ein physikalisches Phänomen. Ihr könnt es auch mal gerne ausprobieren. Stellt euch zwei gleich große Behälter Wasser in euer Gefrierfach. Ein Behälter mit kaltem Wasser und den anderen Behälter mit heißem Wasser. Ihr werdet sehen, dass in 4 von 5 Versuchen der Behälter mit dem heißen Wasser viel schneller gefrieren wird. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr im Winter nicht zu heißes Wasser benutzt, sonst wird euch dieses auf dem Autolack einfrieren und das soll ja nicht passieren, denn so könnt ihr auch dem Autolack schaden. Nach den ganzen Vorbereitungen können wir jetzt zum ersten Schritt kommen, das heißt der Felgenreinigung. Den P21S vorher gut durchschütteln und dann die Felge gut einsprühen. Die hat auch schon einiges abbekommen jetzt hier über den Winter. So, mehr muss man da auch nicht drauf sprühen. Der P21S ist sehr stark und ja, bekommt fast jede Felge sauber, beziehungsweise eigentlich alle Felgen. Ja, das werde ich jetzt mit allen 4 Felgen durchführen. Und während der Felgenreiniger dann wirkt, können wir parallel zur Vorwäsche kommen. Die Gloria ist soweit fertig bereit. Das heißt, wir geben uns 1 Liter Wasser in die Gloria. Auch hier drauf achten, kein heißes Wasser, ne? Ganz, ganz wichtig im Winter, nur lauwarmes Wasser benutzen. Dann geben wir 15 ml vom pH-neutral Snowform dazu. Da steht es. So, 15 ml geben wir rein. Und als Shampoo für die Vorwäsche das Maxisatz 2. Aus diesem Grund, das Maxisatz 2 ist ein sehr stark schäumendes Shampoo. Von daher kommt das jetzt in die Gloria. Und da reichen auch
Eins, zwei Sprühstöße aus. Da machen wir uns jetzt die Gloria fertig. Zudrehen, Überdruck erzeugen und dann schäumen wir das Auto ein. So, da könnt ihr sehen, was da für ein schöner Schaum rauskommt. Also richtig toller Schaum, der nicht zu schnell abläuft, genau richtig, damit der ganze Dreck, der jetzt vom Winter schon drauf ist, Streusalz und die ganzen anderen Ablagerungen, die werden jetzt schon mal runtergezogen und so schäume ich das ganze Fahrzeug jetzt ein. Das ganze Fahrzeug ist soweit eingeschäumt, hier könnt ihr es sehen, läuft auch richtig gut ab, tropft alles schön runter, der Dreck wird abgetragen. Hier auf jeden Fall noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise die nicht zu vernachlässigen ist. Im Schwellerbereich, beziehungsweise auch an den Kotflügeln, müsst ihr immer ein bisschen mehr einsprühen, also genau in diesen unteren Bereich, weil sich da der Schmutz sehr gerne festsetzt. Und damit sich da schon mal vorab alles löst, sprüht am besten unten immer ein bisschen mehr rein. Und was wir auch noch machen müssen, ist, das sind die Radkästen. In den Radkästen haben wir immer sehr viel Dreck drin, jetzt auch im Winter, Streusalz und so weiter. Die ganzen Reste müssen hier mit raus. Deswegen werden wir jetzt nochmal eine zweite Runde mit der Gloria anwenden. Ich habe jetzt nochmal einen halben Liter Wasser als Reserve mitgebracht. Den werden wir jetzt nochmal für die zweite Runde mit der Gloria anwenden. Damit wir damit dann die Radkästen nochmal schön einsprühen, um den Dreck da drinnen zu lösen. So, das ist ungefähr ein halber Liter. Ich habe es jetzt nicht genau abgemessen, aber müsste stimmen. Dann gebe ich nochmal einen kleinen Schuss vom pH-neutral Snowform dazu. Das mache ich jetzt nach Gefühl. So, da geben wir noch einen Schuss dazu. Und dann geben wir auch nochmal das Maxisatz 2. Eins, zwei. Das müsste reichen. Und dann machen wir das ganze Prozedere jetzt noch einmal nur mit den Radkästen. So, die Ladung, die wir jetzt hier drin haben, wie gesagt, wird jetzt nur für die Radkästen angewendet. Wir sprühen uns da drin da alles schön ein, damit da drinnen alles schön gelöst wird. Und auch das mache ich jetzt mit den vier Radkästen. Und anschließend, nachdem das Ganze so, ja, 5, 6, 7 Minuten drauf war, geht es an den Hochdruckreiniger. Nach dem Hochdruckreiniger können wir jetzt zur Handwäsche kommen. Das Wachshampoo habe ich jetzt hier schon aufschäumen lassen. Da braucht ihr auch nur ganz, ganz bisschen von. Lässt sich super aufschäumen und hat auch eine sehr starke Reinigungskraft. Und die Handwäsche, wie immer, mit dem 2-Eimer-System, mit 2 Gridguard einsetzen, damit wir so den Schmutz ja, unter den Gridguard einsetzen, ja, liegen lassen können. Und für die Handwäsche, wie gesagt, nehmen wir hier den Wash mit von Microfiber. Und so waschen wir jetzt das Fahrzeug. Den Waschhandschuh mit viel Wasser und Schaum aufnehmen und dann das Auto von oben nach unten waschen. Und das Phänomen bei diesem Wachshampoo von Meguiar's ist, durch diesen Wachsanteil, ich weiß nicht, ob man das hier im Video auch schon sehen kann, wenn ich mit dem Waschhandschuh drüber gleite, man hat ein sehr leichtes Gleitverhalten, also man gleitet super leicht über den Lack und kann den Lack auch so sehr gut waschen. Und das werde ich jetzt so mit dem ganzen Fahrzeug durchführen. Ja, immer wieder den Waschhandschuh am Gridguard-Einsatz auswaschen und nachdem wir das Auto mit der Hand gewaschen haben, geht es wieder an den Hochdruckreiniger.
Nachdem das Auto jetzt mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt worden ist, habe ich es aus der Waschbox gefahren. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, das mache ich immer. Also wenn es das Wetter zulässt, wenn es trocken ist, fahre ich das Fahrzeug aus der Waschbox, weil man es einfach an der frischen Luft, je nach Temperatur und je nach Luftfeuchtigkeit, einfach viel leichter trocknen kann. Ihr könnt sehen, das Orange Baby liegt jetzt schon bereit. Damit trocknen wir jetzt das Fahrzeug. Das heißt, ich viertel es mir zusammen und trockne dann den Autolack so von oben nach unten. Und ihr könnt auch sehen, das Wasser wird sehr schnell abgetragen. Das Orange Baby hat eine super Aufnahmefähigkeit oder Aufsaugfähigkeit. Und das Phänomen an der frischen Luft ist einfach, die paar Schlieren, die da noch drauf bleiben, die werden sofort auch von der Luft abgetragen. Deswegen auch mein Tipp an euch, wenn es geht, fahrt das Auto aus der Waschbox und trocknet es so an der frischen Luft. Genauso getrocknet müssen jetzt auch die Einstiegsleisten. Das heißt, wenn ihr euch mal die Türen aufmacht, habt ihr hier immer sehr viel Wasser, das da stehen geblieben ist. Das muss auf jeden Fall mitgetrocknet werden. Denn vor allem in den Einstiegsleisten, in den Türholmen und so weiter, kann sich sehr schnell auch Rost bilden. Und damit das Ganze nicht passiert, hier das überschüssige Wasser auf jeden Fall mit abnehmen. Und dafür habe ich mir jetzt einfach ein ganz normales, altes, kurzflochiges Mikrofasertuch genommen. Schaut auf jeden Fall nach, dass da nichts drin ist, keine Flusen oder sonst was. Und dann könnt ihr hingehen und hier die Einstiegsleisten mit abtrocknen. Und wer es nicht glaubt, da kommt auf jeden Fall einiges mit raus. Deswegen die Einstiegsleisten genauso mit trocknen, auch unterhalb der Türen und an den Seiten und auch oberhalb, damit da alles rauskommt. Das gleiche dann auch mit dem Tankdeckel. Auch der hat ganz geheime Wasserflächen, die man gerne mal vernachlässigt. Von daher müssen diese auch mit abgetragen werden. Und man sieht es schon, wenn ich jetzt hier nichts machen würde, das tropft hier extrem runter, hier unten. Und deswegen auch hier auf jeden Fall das Wasser mit abnehmen. Ganz wichtig, dass ihr das nicht vernachlässigt. Denn, wie eben schon gesagt, das sind Ecken, die man sehr schnell mal vergisst. Und die müssen genauso gepflegt werden. Vor allem, weil ihr auch hier beim regelmäßigen Tanken den Deckel immer mit auf- und zumacht. Das heißt, es kann wieder neuer Dreck mit reinkommen. Und wenn dann das Wasser reinkommt beim Waschen, dann bilden sich da auch sehr schnell unschöne Gerüche. Und damit das Ganze nicht passiert, einfach ganz schnell mit abtrocknen. So wie jetzt, schon fertig. Dann einfach ganz normal wieder zumachen und dann geht es gleich wieder weiter. Nach dem Abtrocknen können wir jetzt mit dem Fukupika den Autolack nochmal schön versiegeln und auch gleichzeitig noch einen schönen Glanz rausholen, den Lack schön auffrischen. Ganz, ganz wichtig jetzt im Winter auch diese Methoden durchzuführen, weil vor allem im Winter ist der Autolack auch starken äußeren Einflüssen ausgesetzt, wie Streusalz, schon alleine die tiefen Temperaturen wirken extrem auf den Autolack. Von daher kann man mit so einem Detailer nochmal schnell und einfach eine schöne Versiegelungsschicht auftragen und somit ist der Autolack auch super geschützt. Das heißt, wir sprühen uns einen kleinen Anwendungsbereich ein und dann nehme ich hier das Mousse Edgeless Verarbeitungstuch. Hier schaue ich auch nochmal vorher nach, ob da nichts drin ist, ob es auch richtig sauber ist und dann können wir den Fukupika hier schön einarbeiten in den Autolack. Nochmal mit einer trockenen Seite nachwischen und schon ist die erste Ecke bearbeitet. Das machen wir jetzt Stück für Stück mit dem gesamten Auto. Ich gehe da immer so vor, dass ich mir eine Ecke nach der anderen einteile. Erst die Motorhaube, dann das Dach, dann die Türen, dann im Heckbereich und ja, bis das ganze Auto eingesprüht ist und dann können wir direkt wieder weitermachen. Jetzt kommen wir zu den Gummidichtungen. Und dafür werden wir den Nigrin Pflegestift benutzen. Und hier könnt ihr es euch auch nochmal anschauen. Vor Gebrauch gut schütteln. Ist selbsterklärend wie mit allen Chemikalien, damit auch die Bestandteile drinnen vermischen. Gut vorher durchschütteln. Dann starke Verschmutzungen vorher mit einem Tuch abtragen. Sollten eure Gummidichtungen stark verschmutzt sein,
so wie es hier drauf steht, einfach nochmal mit einem Tuch drüber wischen. Oder ihr könnt auch hier einen Allzweckreiniger benutzen, somit die Gummidichtungen vorher schon mal ein bisschen vorreinigen und dann einfach abwischen. Und im letzten Schritt die Gummiteile gleichmäßig mit dem Nigrin-Stift einarbeiten. Das heißt, mit bisschen Druck die Flüssigkeit hier auf die Gummidichtungen auftragen. Geht auch relativ leicht, da braucht ihr auch nicht viel von. Dient einfach dazu, damit die Gummidichtungen geschmeidig bleiben, gepflegt bleiben und im Winter auch nicht einfrieren. Kann auch passieren. Deswegen auch diese Gummidichtungen mit pflegen. Und da haben wir einige am Fahrzeug. Wir werden jetzt die Gummidichtungen an den Türen bearbeiten, dann im Kofferraumbereich und auch im Motorraumbereich. Genau, da müssen auch welche sein. Also überall, wo ihr Gummidichtungen habt, könnt ihr diese mit so einem Gummipflegestift einarbeiten. Ist eine schnelle Arbeit, kein großer Aufwand und pflegt auch vor allem eure Gummidichtungen. Deswegen werde ich das jetzt durchführen und dann kommen wir gleich zum allerletzten Schritt. Im letzten Schritt werden wir jetzt noch mit dem Reifenglanzspray die Reifenflanke auffrischen. Die Reifen sollen ja auch wieder schön aussehen und auch gepflegt werden. Hier das Reifenglanzspray habe ich euch zu Beginn des Videos, glaube ich, vergessen vorzustellen in der Produktvorstellung. Deswegen mache ich das jetzt. Ist einfach ein Spray, damit man ein schönes Schwarz wieder hervorholen kann aus der Reifenflanke und aber auch die Reifen pflegen kann. Deswegen werden wir uns jetzt die Reifenflanke einfach schön besprühen und schaut euch das mal an. Das ist immer dieses Phänomen von diesem Reifenglanzspray. Da kommt sofort eine richtig schöne Schwarze vor. Schaut euch mal an, wie die Schriftzüge wieder rauskommen. Und das sieht auf jeden Fall wieder richtig cool aus. Deswegen werde ich die komplette Reifenflanke damit einsprühen. Und dann sieht der Reifen auch schon wieder relativ neu aus. Also ich stehe da komplett drauf auf diese Reifenpflegeprodukte. Das mache ich jetzt mit allen vier Reifen und dann geht es gleich direkt wieder weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Endergebnis an und das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier die Felgen sehen wieder richtig klasse aus. Da haben wir mit dem P21S auf jeden Fall nochmal alles rausgeholt. Auch die Reifen strahlen wieder. Und ohne dafür, dass wir eine Felgenbürste benutzt haben, finde ich das Gesamtergebnis nur durch den Felgenreiniger richtig klasse. Also die Felgen sind komplett sauber. Also ich sehe da soweit nichts mehr, bis auf ein paar einzelne Reste in den Ecken. Aber die werde ich gleich noch mit einem Mikrofasertuch wegwischen und dann sind diese auch weg. Und das ganze Auto strahlt wieder, so wie es sein muss. Also das Gesamtergebnis gefällt mir richtig gut. Was soll ich sagen? Also die Wäsche oder die Autopflege im Winter macht auf jeden Fall keinen Spaß, keine Frage. Man würde lieber auf dem Sofa liegen bleiben, unter der warmen Decke und es sich gut gehen lassen. Aber hier auf jeden Fall der Hinweis von mir, vor allem im Winter solltet ihr die Autopflege nicht vernachlässigen. Denn schon alleine durch den Streusalz kann euer Lack extrem angegriffen werden. Und wenn ihr dann 2-3 Monate im Winter nichts macht, dann kann das schon zu Lackschädigungen führen und der Lack kann auch verblassen. Das soll alles nicht passieren, deswegen ab und zu im Winter auch mal euer Auto waschen und dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Denkt daran, kein zu heißes Wasser zu benutzen, weil das, wie zu Beginn gesagt, auch noch schneller auf dem Lack gefrieren kann und dann habt ihr noch ein größeres Problem. Deswegen auf jeden Fall nur lauwarmes Wasser benutzen. Und auch ab und zu mal die Radkästen reinigen, so wie wir das gemacht haben zu Beginn des Videos mit der Snowform. Die könnt ihr einfach mit drinnen einsprühen und dann mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Dann sind diese auch sauber, weil auch im Winter setzt sich da extrem viel fest. Ne, denkt mal drüber nach, wenn ihr so durch Schneegegenden fahrt oder durch Schneematsch, dann klatscht das da alles rein in den Radkasten und bleibt da kleben. Soll auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen auch die Radkästen mit reinigen und auf jeden Fall den Lack auch schützen.
Ihr könnt ein Wachsshampoo benutzen, ihr könnt ein Sprühwachs benutzen, ihr könnt auch ein Hartwachs benutzen, wenn ihr es auftragen wollt. Aber ihr könnt auch einfach nur einen guten Detailer benutzen, wie den Fukupika oder wie den Sonax Brilliant Shine Detailer. Die haben eine sehr starke Versiegelungsschicht und dann könnt ihr schnell und einfach euren Autolack versiegeln. Und so ist er dann für den kommenden Winter auch geschützt.